Gesicht waschen zählt zu den einfachsten Schönheitsroutinen. Doch häufig werden dabei Fehler gemacht, die kontraproduktiv sein können und zu Hautbeschwerden führen können. Die Gesichtshaut ist sehr empfindlich und muss vorsichtig behandelt werden. Führe die einzelnen Schritte gründlich durch und mache sie dir zur Routine. Anschließend erfährst du mehr über die häufigsten Fehler beim Gesichtwaschen. Viele vergessen, sich vor dem Gesichtwaschen die Hände zu reinigen. Manche halten dies für überflüssig, da sie ja auch für das Gesicht verschiedene Hygieneprodukte verwenden. Doch das Händewaschen ist sehr wichtig, um Bakterien zu beseitigen. Gesichtsreiniger sind nicht unbedingt dafür geeignet. Deshalb verwendest du am besten vor dem Waschen des Gesichtes Seife und reinigst dir damit gründlich die Hände. Du hast sicher Lieblingsprodukte, die du schon lange verwendest, weil sie erfrischend wirken, gut riechen und deiner Haut scheinbar gut tun. Doch die Umwelt und das Umfeld verändern sich. Deshalb sollte auch die Hygieneroutine angepasst werden. Feuchtigkeit und Hitze im Sommer, trockene Luft im Winter. Achte darauf, dass Pflegeprodukte und Reiniger der jeweiligen Jahreszeit und den Klimabedingungen entsprechen. Verwende nicht das ganze Jahr über dasselbe Produkt. Ein guter Gesichtsreiniger sollte Unreinheiten, Make-up und alle abgestorbenen Hautzellen entfernen, ohne die natürlichen Hauthöhle zu beeinträchtigen. Wähle ein sanftes, passendes Produkt, das deine Haut nicht reizt oder austrocknet. Sehr selten ist ein tägliches Gesichtspeeling notwendig. Dies könnte deine Haut austrocknen und ihr schaden. Insbesondere wenn es sich um ein aggressives Peeling mit chemischen Inhaltsstoffen handelt. Es empfiehlt sich, einmal in der Woche oder zweimal im Monat je nach Hauttyp ein sanftes Peeling durchzuführen, um damit die Haut zu reinigen und geschmeidig zu machen. Schrubbst du dein Gesicht mit dem Handtuch trocknen? Das könnte deiner Haut schaden. Außerdem wird sie damit nicht sauberer oder trockener. Wasche dich mit sanften, kreisförmigen Bewegungen. Auch das Peeling wird so durchgeführt, um Schäden zu verhindern und eine effektive Wirkung zu erzielen. Danach tupfst du deine Haut mit einem sanften Handtuch vorsichtig trocken. Der Gesichtsreiniger sollte korrekt angewendet werden. Er wird von den Poren aufgenommen und gelangt in tiefere Hautschichten. Trage ihn mit sanften, kreisförmigen Bewegungen auf. Am besten gehst du von oben nach unten oder von links nach rechts vor, auch wenn du so etwas länger dafür benötigst. Das Resultat wird sich dafür lohnen. Viele glauben, dass warmes Wasser die Poren öffnet und kaltes Wasser diese schließt. Was jedoch nicht der Fall ist. Wenn du dein Gesicht mit zu warmem Wasser wäschst, werden die natürlichen Hautfette, die deine Haut schützen, gestört. Dies kann deine Haut austrocknen und zu einem Ungleichgewicht der Fette führen. Empfehlenswert ist lauwarmes Wasser, das der Haut nicht schadet und Unreinheiten effektiv beseitigt. Außerdem ist dieses sehr angenehm. Die Gesichtsreinigung ist nur der Beginn der Schönheitsprozedur. Danach folgt ein Gesichtswasser, eine feuchtigkeitsspendende Creme, ein Serum und andere Pflegemittel, um die Haut gesund und jung zu erhalten. Wenn das Gesicht nicht gründlich gewaschen wird, können die Poren verstopfen und die Haut austrocknen. Auch Pickel und Mitesser können so entstehen. Vergiss diesen Schritt nicht, auch wenn du am Morgen in Eile oder abends schon müde bist. Dabei solltest du auch das Kinn, den Haaransatz und die Nase nicht vergessen. Mit diesen einfachen Schritten kannst du deine Haut pflegen. Baue sie in deine Schönheitsroutine ein.